Hallo und herzlich willkommen zur bewegten Pause. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Alex und in der heutigen Einheit gibt es 5 schnelle, effektive Übungen, die ihr bei euch im Büro und Homeoffice für euren Rücken tun könnt. Viel Spaß beim Mitmachen! Wir starten mit einer Kombinationsübung für den oberen und den unteren Rücken. Startposition, Füße ein bisschen mehr als schulterweit auseinander. Stützt euch erstmal mit dem Unterarm auf euren Oberschenkel ab. Streckt den Rücken so weit durch, wie ihr könnt. Also Lendenwirbelsäule richtig schön durchgedrückt. Die Position halten wir. Und jetzt die Arme im gestreckten Zustand so weit wie es geht nach vorn oben anheben und dann so weit wie es geht breit zur Seite führen. Auf geht's. Oberkörper bleibt vorgebeugt, Arme gestreckt nach oben anheben, breit nach hinten ziehen und wieder runter. Maximal weit anheben, Schultern richtig weit hinten zusammenziehen, kurz halten und wieder runter. Es ist ganz wichtig, dass ihr weit vorgebeugt, aber mit Spannung im unteren Rücken da sitzt. Das wird den ganzen Rückenstrecker beanspruchen und versucht beim nach hinten führen, die Schulterblätter so weit wie es geht hinten zusammenzuziehen. Langer Hebel nach oben und richtig weit nach hinten ziehen. Maximal anheben, richtig weit hinter und wieder runter. Gleichmäßig weiteratmen. Und letzter. Weit anheben, weit hinter. Und Pause. Gut gemacht. Nächste Übung dient der Mobilisation der Brustwirbelsäule. Ihr schließt bitte vorne die Beine, Knie zusammen, Füße zusammen. Setzt euch richtig schön aufrecht hin. Das Ziel ist es jetzt, mit der rechten Hand die linke Ecke von eurer Stuhllehne anzutippen und linke Hand an die rechte Ecke. Versucht dabei bitte, nicht nach hinten auszuweichen und wenn ihr problemlos rankommt, auf dem Stuhl natürlich ein bisschen weiter nach vorn rutschen, dass es euch auch herausfordert. Beine geschlossen, Rücken gerade und los geht's. Versucht in der Drehung auszuatmen und die ganze Zeit richtig schön groß sitzen zu bleiben. Wie gesagt, wenn ihr problemlos rankommt, rutscht auf eurem Stuhl noch ein Stückchen nach vorn, bis es euch wirklich herausfordert, hinten ranzukommen. Beim Drehen ausatmen. Bleibt groß. Beine fest zusammen und Pause. Gut gemacht. Weiter geht's mit vorgebeugten Rudern. Erstmal bitte mit den Unterarmen auf dem Oberschenkel abstützen. Den unteren Rücken maximal durchdrücken, bringt ihr richtig schön Spannung rein. Das ist unsere Ausgangsposition, da bleibt der Rücken fest. Jetzt die Arme gestreckt nach vorn führen. Handfläche zeigt zur Decke, kleine Finger zusammen. Ihr bleibt vorgebeugt und jetzt aus dieser Position, so weit wie es geht, die Ellenbogen nach hinten ziehen. Schultern zusammenkneifen, kurz halten und wieder vor. Beim Ranziehen tief einatmen, beim Strecken ausatmen. Tief einatmen, halten und wieder vor. Achtet bitte darauf, dass ihr vorgebeugt bleibt und mit Spannung im unteren Rücken, dass der auch richtig schön mit aktiviert wird.
Steuert die Geschwindigkeit über eure Atmung. Vor zu ausatmen, ranziehen, einatmen. Schultern maximal hinten zusammenziehen, richtig zusammenkneifen. Gleich geschafft. Und einer noch. Und durchatmen. Das war richtig gut. Die nächste Übung kümmert sich hauptsächlich um den unteren Rücken, Lendenwirbelsäule. Auch hier wieder die Füße ein bisschen mehr als schulterweit auseinander. Ihr verschränkt bitte die Arme, rollt euch ein nach unten und jetzt Wirbel für Wirbel aus dem unteren Rücken startend nach oben aufrollen. Und beim Aufrollen nehmen wir die Ellenbogen über Kopf mit nach oben. Atmen tief ein, halten kurz und einrollen nach unten, ausatmen, kurz hängen lassen und wieder maximal weit aufrollen, Ellenbogen mit hoch und einrollen, ausatmen, aufrollen, tief einatmen, halten und wieder rund machen. Achte darauf, dass das Becken fest ist, dass die Bewegung wirklich bloß aus dem unteren Rücken startet. Weit aufrollen, Ellenbogen mit hochnehmen. Oben immer kurz halten, unten kurz hängen lassen. Gleich geschafft. Und oben noch kurz halten und Pause. Sehr schön. Zum Abschluss kommt noch eine Dehnungsübung. Dafür stellt ihr euch bitte einmal hin. Entweder ihr nehmt die Lehne von eurem Stuhl oder die Oberfläche von eurem Tisch. Macht ein paar Schritte nach hinten weg, die Beine gestreckt, Handgelenk liegt auf der Kante auf und jetzt mit gestreckten Armen den Oberkörper so weit wie es geht nach unten Richtung Boden drücken. Beim Ausatmen versucht ihr, den Oberkörper weiter nach unten Richtung Boden zu bringen. Lasst die Arme lang, lasst die Beine gestreckt, schiebt den Schwerpunkt mit Po ein bisschen nach hinten. Tief ein- und ausatmen. Und wir nehmen die rechte Hand auf die linke Hand oben drauf und rechte Schulter nach unten Richtung Boden drehen. Kurz halten. Und Seitenwechsel. Rechte Hand wieder rüber, linke Hand auf die rechte Hand und linke Schulter nach unten Richtung Boden drehen. Gleich geschafft. Und Spannung wieder lösen. Prima. Das war's auch schon. 5 effektive Übungen für den oberen und unteren Rücken. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!